Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt mal wieder was Süßes, und zwar einen Süßmoment mit Giotto Momenti, inspiriert von Stroopwafel. Ich wollte erst sagen, in der Sorte, und dann inspiriert steht nämlich eigentlich drauf, inspiriert von Stroopwafel. Stroopwafel, niederländisches Gebäck, nicht holländisches. Ich habe neulich eine Reportage darüber gesehen, wie wenig eigentlich Holland ist von den Niederlanden. Meistens so die westlichen Nord- und Südholland gibt es. Aber man sagt irgendwie immer umgangssprachlich Holland dazu. Und wusstet ihr sogar, dass wenn man Holland explizit sucht bei Google, dass man auf offizielle Touristenwebseiten kommt, der Niederlande, die aber dann irgendwie so holland.info oder de oder sowas heißen. Denn die Niederländer wissen, dass die meisten Deutschen Holland sagen statt Niederlande. Also das ist eigentlich total witzig. Da hatte man auch gesagt, woher das geschichtlich kam, aber spielt jetzt hier keine Rolle. Aus den Niederlanden kommt jedenfalls Stroopwafel. Das sind diese Waffeln, die oft gefüllt sind mit Sirup, Zuckersirup oder mit Karamell. Stroopwafel heißt Sirupwaffel und wurde laut Wikipedia im 19. Jahrhundert in Gouda erfunden. Und Gouda ist tatsächlich der Ort, wo der Gouda-Käse herkommt. Da wollte ich auch immer mal hin. Wir waren ja schon mal auch in einem Reisevideo hier auf diesem Kanal. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Ich weiß noch gar nicht, ob ich alles gefilmt hatte. Und auch in Amsterdam selbst gab es mehrere Videos, weil ich schon öfter da war. Von hier ist Amsterdam zweieinhalb Stunden entfernt. Niederlande selbst eine Stunde zum Einkaufen in Venlo. Und ich bin immer gerne da. Gerade Amsterdam finde ich ist eine wunderschöne Stadt mit den Grachten. Also wirklich toll. Bis auf, dass es da immer nach Gras stinkt, was ich persönlich überhaupt nicht haben kann. Aber mir wird einfach schlecht von. Möglicherweise schlechte Erfahrungen gemacht. Und jedenfalls bin ich immer sehr gerne da und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das hier schmeckt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, glaube ich nicht, dass das jetzt hier großartig irgendwie nach Stroopwafeln oder so ein Quatsch schmeckt. Aber wir schauen erstmal drauf. Ja, ich habe bezahlt 2,89 Euro bei Aldi Nord in der Aktion. Ich glaube, das ist auch der reguläre Preis. Oh, so tasty. Wenn sie einem das schon sagen müssen, dann ist das schon kein gutes Zeichen. Nach original italienischem Rezept sind dann die Giotto, ja, weil die sind ja von Ferrero. Und zwar bestehen sie zuerst mal aus Zucker, dann pflanzliche Fette, Palmen. Das sind so die beliebtesten Zutaten bei Sachen von Ferrero, Zucker und Palmfett. Dann haben wir noch ein bisschen Weizenmehl drin, für diese Waffel zum Beispiel. Vollmilchpulver ist drin, 9% für die Cremefüllung. Süßmolkenpulver ist auch eine Form von Zucker. Magermilchpulver ist auch eine Form von Zucker. Es hat kein Fett drin, also es ist Eiweiß und Zucker drin. Glukosesirup ist Zucker. Butter ist Butter. Karamell besteht aus Zucker. Also wir haben hier eins. In Vollmilchpulver ist auch Zucker drin. 2, 3, 4, 5, 6 Sorten Zucker drin. Also 43,2 Gramm Zucker, 6,1 Gramm Eiweiß, 57 Gramm Kohlenhydrate und 31 Gramm Fett bei 539 Kilokalorien. 4 Stangen, 154 Gramm. Es müssten, glaube ich, 9 Stück pro drin sein. Genau, 9. 4 mal 9 ist 1836. Und jetzt gucken wir die uns mal an. Ich finde, es sieht schön aus, oder? Das ist so, das vom Design finde ich das hier richtig hübsch. So. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem Video, dass das mal früher gab es eine, konnte man die so länglich aufziehen an so einem Faden. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Oder ich war neulich zu dumm, das hinzubekommen. Nee, ich meine, das gab es nicht mehr. Das war jetzt irgendwie so anders. Jedenfalls gibt es hier offensichtlich keine Markierung, wo man es aufmachen soll. Und ich meine, das geht auch nicht mehr. Steht das hier irgendwo drauf, wie das gehen soll? Nee, steht da nicht. Also, hier. Genau, hier ist versteckt eine Markierung. Ich probiere das jetzt mal. Ist schon direkt gefailed. Also ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Ich weiß. Ah, da. Doch, hier. Ich habe nichts gesagt. Es geht doch noch. Theoretisch. Ah, so. Okay, ich habe nichts gesagt. 9 Stück. Also riecht schon mal sehr geil. Man riecht auch die volle Lotte Aroma. Schaut mal, wie toll es aussieht. Boah, das riecht richtig geil. Alter, was ist das denn? Das riecht ja irgendwie so nach Butter auch und nach Keks. Die riechen abartig gut. Und wenn die nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen und riechen, dann glaube ich, dass das richtig geil wird. Was ich vergessen habe, ist es irgendwie aufzumachen. Ich habe jetzt kein Messer hier. Ich probiere es jetzt. Genau, das sollte nicht passieren. Ich habe gehofft, dass ich es jetzt genauer... Scheiße. Egal, das muss jetzt so reichen. Also da ist so eine Füllung drin. Mann, die muss da irgendwo so eine... Ah, da, so eine Sollbruchstelle sein. Da sieht man sie. Moment, ich habe das gleich. So. Mit den Zähnen ein bisschen vorgeknackt.
So sieht's aus. Also die Füllung, hier die Waffel, locker luftig sieht man da. Dann außenrum ist das Ganze dann auch ummantelt mit so einer Fettcreme. Außenrum dann die Kekse und innen drin diese helle Füllung. Es riecht sowas von nach Chemie-Aroma-Baukasten, aber gleichzeitig auch richtig geil. Boah. Super knusprig das Außen. Dieses Keksgranulat. Mega knusprig. Richtig lecker. Sehr, sehr süß. Man hat wirklich auch so Waffelaroma. Also das schmeckt man. Innen die Creme, halt nur Fettcreme, Zucker, Fettcreme, ist nicht zu weich. Leute, die sind richtig, richtig lecker, sehr, sehr lecker. Und die, also man muss jetzt wieder sagen, ich bin ja so gesehen vorgeschädigt, was halt das Problem ist, wenn man sich die Sachen halt kauft. Aber deswegen gibt es auch bald mal wieder einen Blindtest. Aber ich weiß, dass es nach Strohwaffel schmecken soll. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass es etwas in diese Richtung geht. Gerade dieses Waffelaroma kommt super gut durch. Und die sind so knackig und so knusprig. Eine ganz, ganz dicke Empfehlung von mir. Die Sorte Strohwaffel. Der absolute Oberknaller. Und wenn ihr sie schon mal probiert habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Doch, ich bin wirklich begeistert. Also das könnte eines der Top-Produkte schon mal von diesem Jahr. Ich finde sie wirklich sehr gut. Sie sind extrem süß. Man muss diese extreme Süßigkeit mögen. Aber vom Aroma finde ich es einfach toll. Und dieses Knusprige, toll. Wirklich toll. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.